Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Ich bin Schwester Eva, die Pflegeexpertin. Jetzt geht es rund um das Thema fehlerhafte Pflegedokumentation gleich fristlose Kündigung. Wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren wollt, schnell unten noch den Kanal abonnieren und los geht's. In der heutigen Zeit wird die Dokumentation immer wichtiger. Man könnte meinen, wichtiger als die Pflege am Patienten selbst, denn ganz nach dem pauschalen Motto: Was nicht dokumentiert, ist nicht gemacht. Diese Statistik, die hier eingeblendet ist, zeigt die Trefferquote von festgestellten Pflegefehlern in Verbindung mit der Anzahl der zu prüfenden Vorwürfe. Die Statistik ist vom MDK. Dazu schauen wir uns jetzt mal drei wahrhaftige Fälle an. Eine Altenpflegerin begann im Pflegeheim ihre Nachtschicht als Dauernachtwache. Sie war mit ihrer Kollegin für rund 100 Bewohner auf drei Etagen zuständig. Da sie sehr erfahren und routiniert war und alle Bewohner gut kannte, nahm sie die meisten Pflegeeintragungen schon vor Beginn der Tätigkeiten vor, um die Zeit einzusparen und um diese dann den Bewohnern zugutekommen zu lassen. In dieser Nacht wurde durch den Leiter der Einrichtung sowie die zuständige Pflegedienstleiterin eine Begehung des Heimes durchgeführt, da es in den vorangegangenen Nächten, in denen die Altenpflegerin jedoch nicht eingesetzt war, zu Missständen gekommen sein sollte. Daraufhin erfolgte direkt ein Gespräch zwischen den Leitungen und der Pflegekraft. Auf Vorhalt räumte die Altenpflegerin ohne jedwiges Zögern und Leugnen ein, die Voreintragung vorgenommen zu haben. Und prompt erhielt sie die fristlose Kündigung. So steht es geschrieben im Landesarbeitsgericht in Hamm. Der zweite Fall. Die examinierte Altenpflegerin war schon seit 20 Jahren im gleichen Pflegeheim angestellt. Nach einiger Zeit bemerkte die Pflegedienstleitung, dass die Altenpflegerin nicht mehr so um ihre Doku-Pflichten bemüht war. Insbesondere fehlten über mehrere Jahre immer wieder die erforderlichen Eintragungen bezüglich Flüssigkeitszufuhr, Fixierungsprotokolle waren nicht ausgefüllt gewesen, teilweise ohne Uhrzeit, Eintragungen in Bewegungspläne zur Lagerung fehlten. Daraufhin erhielt die Altenpflegerin die ordentliche Kündigung, da sie bereits zwei Abmahnungen bezüglich der fehlenden Dokumentation angesammelt hatte. Landesarbeitsgericht München aus dem Jahr 2005. Und hier kommt der dritte Fall. Eine Altenpflegerin arbeitete seit 6 Jahren in allen Schichten im Senioren- und Therapiezentrum. In einer Frühschicht hatte sie eine Palliativbewohnerin pflegerisch zu versorgen. In der Doku zeichnete sie mehrfach Lagerungen ab, ohne diese jedoch wahrhaftig vorzunehmen und teilte ihrer Kollegin dies auch so mit. Sie habe einfach nur die Lagerungen abgezeichnet, die Bewohnerin aber nicht gelagert. Und es kam, wie es kommen musste. Am nächsten Tag zeigte die Bewohnerin mehrere Dekubiti auf. In der Übergabe zur nächsten Schicht wurden diese Wunden weder kommuniziert noch dokumentiert. Daraufhin erhielt die Altenpflegerin die fristlose Kündigung und gleichzeitig ein Hausverbot. Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein. Jetzt schauen wir uns das Ganze näher an. Was rechtfertigt eine fristlose Kündigung? In allen Fällen erhielten die Pflegekräfte eine Kündigung. Aus Sicht der Pflegeheime wurde argumentiert, dass die Pflegekräfte eine schwere Pflichtverletzung begangen hätten. Eine Pflichtverletzung stellt die Unterlassung von Pflegemaßnahmen dar, denn die Durchführung dieser Maßnahmen bildet den Kern der vertraglich geschuldeten Leistungen einer Pflegekraft. Aus dieser schweren Pflichtverletzung ergibt sich, dass zum Beispiel Voreintragungen in die Pflegedokumentation ein Kardinalfehler sind, der ohne Abmahnung zur außerordentlichen Kündigung berechtige und Nachlässigkeit bei der gebotenen Dokumentation von Pflegeabläufen von solchem Gewicht sind, dass es ein Heimträger nicht verantworten kann, eine Pflegekraft weiter zu beschäftigen. Fraglich ist jetzt, welche Gründe eine fristlose Kündigung rechtfertigen und welche Rolle die Doku-Pflicht dabei spielt. Denn es verstehe sich ja von selber, dass die Pflegemaßnahmen in der Doku sich manifestieren müssen. Denn die Dokumentationspflicht ergibt sich spätestens seit dem Grundsatzurteil des BGH aus dem Jahre 1986. Als Rechtsgrundlage hierfür ist zum einen § 3 Krankenpflegegesetz sowie das Vertragsrecht in Gestalt des Heimvertrages oder des Behandlungsvertrages anzusehen. Die Dokumentation der Pflegeleistungen ist als eine dienstvertragliche Nebenleistung geschuldete Pflicht gegenüber dem Bewohner oder Patienten anzusehen. Denn das Pflegeheim muss vertraglich gewährleisten, dass die Dokumentation des Fortgangs der Grund- und Behandlungspflege ordnungsgemäß aufgezeichnet wird. Die Pflichtwidrigkeiten befanden sich somit im Leistungs- oder Verhaltensbereich.
sowohl bei der Durchführung von den Lagerungen als auch bei den Eintragungen in die Pflegedokumentation handelt es sich nämlich um steuerbares Verhalten der Pflegekräfte, stellten die Richter alle gemeinsam fest. Andererseits ist eine Abmahnung natürlich erforderlich, wenn es sich um ein steuerbares Verhalten handelt, das bisherige vertragswidrige Fehlverhalten noch keine klare Negativprognose zulässt und deswegen von der Möglichkeit zukünftigen vertragsrechtlichen Verhaltens ausgegangen werden kann. Steuerbares Verhalten ist das, was man verändern kann als Arbeitnehmer. Denn regelmäßig wird nämlich erst nach einer Abmahnung die erforderliche Wahrscheinlichkeit dafür bestehen, dass sich der Arbeitnehmer auch in Zukunft nicht vertragstreu verhalten wird. Bei den Pflegekräften handelt es sich sowohl bei der Durchführung von Lagerungen als auch der Eintragung in die Pflegedoku um steuerbares Verhalten. Somit war schlussendlich in keinem der oben genannten Fälle eine fristlose Kündigung gerechtfertigt und auch eine Abmahnung war nicht erforderlich. Das hat mich dann zu der Frage geführt, welchen Wert hat die Dokumentation heutzutage wirklich? Für die Pflegekräfte ist es sehr schwer, die Pflegedokumentation als sinnvolles Instrument für den Pflegeprozess und die Profession der Pflege zu verstehen. Die Dokumentation wird als große Bürde empfunden, denn da neben der pflegerischen Tätigkeit am Bett die Pflegeleistungen natürlich auch noch zu dokumentieren sind, fällt es schwer, dann auch noch die richtigen Worte zu finden. Und oft selbst haben wir alle Schwierigkeiten manchmal mit der Formulierung selbst. Es wird ebenso empfunden, dass immer mehr Schreibarbeit dazukommt und dass die Dokumentation die Zeit für die direkte Pflege am Patienten reduziert. Wenn die ersten Hürden abgelegt sind und das Verständnis durch Schulungen für den Sinn und Zweck der Dokumentation gefördert wird, ist die Erleichterung durch die Anwendung eines Pflegeprozesses und die dadurch einkehrende Routine eine große Erleichterung. Denn nur so kann die Pflege gezielt geplant und durchgeführt werden. Durch die Berücksichtigung der Kompetenz und der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse gewinnt somit die Pflegedokumentation an Qualität und Transparenz. Die Pflegeprozessdokumentation soll nach Monika Krohwinkel als ein integraler Bestandteil ganzheitlicher, fördernder Prozesspflege verstanden werden. So könne eine gut geführte Dokumentation die Wirksamkeit und die Kontinuität der Pflege erhöhen, als Mittel zur interdisziplinären Zusammenarbeit und als Bewertungsbasis für die erteilte Pflege dienen, sowie zur Entwicklung neuer Erkenntnisse im Fachgebiet und zur Überprüfung der gegenwärtigen Pflegeleistung herangezogen werden. Darüber hinaus bietet die Dokumentation die Chance der Verringerung von Beliebigkeit und Willkür und natürlich damit auch von Fehlern und Beschwerden. Das dürfte auch der Grund für die am Anfang eingeblendete hohe festgestellte Fehlerrate in der Jahresstatistik 2018 vom MDK sein. Die habe ich unten nochmal verlinkt für euch. Also, die Pflege am Patienten erfolgt professionell, aber unsere Pflegetätigkeiten dokumentieren wir oft nicht ausreichend. Durch eine kontinuierliche Dokumentation des Pflegeprozesses wird aber dann erst Erfolg erlebbar. Persönliche und fachliche Sicherheit sowie Transparenz durch das kontinuierliche, übersichtliche und konkrete Aufzeigen der Wirkung von den Maßnahmen wird möglich. Daher sei eine gute Pflegedokumentation kein Selbstzweck, sondern ein Spiegel von Pflegeverständnis und Qualität in der Pflege. Andererseits dürfen wir aber nicht den Fehler machen, Krankenpflege nur auf die Dokumentation der Dienstleistung reduzieren zu können. Denn die Kunst der Pflege besteht darin, eine Beziehung aufzubauen und die wiederkehrenden Werte und deren Berücksichtigung im Kontext pflegeprofessioneller Entscheidungen wie Menschenwürde, Autonomie, Fürsorge und Teilhabe und Verantwortung zu gestalten. Ich musste dabei an Florence Nightingale denken, denn für sie war Pflege eine Kunst, ein eigenständiger und zentraler Bereich im Gesundheitswesen. Es ging Florence Nightingale um Hingabe, Achtsamkeit und Menschlichkeit. Wie hat sie immer gesagt? Krankenpflege ist keine Ferienarbeit.
Sie ist eine Kunst und fordert, wenn sie Kunst werden soll, eine ebenso große Hingabe, eine ebenso große Vorbereitung wie das Werk des Malers oder Bildhauers. Denn was bedeutet die Arbeit ein toter Leinwand oder kaltem Marmor im Vergleich zu der am lebendigen Körper, dem Tempel für den Geist Gottes? Also, Pflege als zwischenmenschliches Geschehen im Kontext von Interaktion und Begegnung, wie auch die situativen Asymmetrien und Diversitäten, haben in vielfältiger Form das Potenzial für viele ethische Dilemmata und moralische Irritationen. Die professionelle Pflege möchte den theoretischen, evidenzbasierten Anforderungen ebenso gerecht werden. So kann zum Beispiel eine bestimmte Pflegeintervention wie die regelmäßige Lagerung Hautläsionen verhindern, die seitens des aufgeklärten und einwilligungsfähigen pflegebedürftigen Menschen jedoch manchmal abgelehnt wird. Aus dem Bedürfnis einfach nach situativer Privatheit und Ruhe heraus. Das bringt uns in eine Diskrepanz zwischen dem objektiven Pflegebedarf, wir müssen die Hautläsion verhindern, und dem individuellen Bedürfnis nach Privatheit und Ruhe und der bestehenden Wertepluralität ergebenden Dilemma zwischen Fürsorge, Privatheit und natürlich zwischen Verantwortung und Selbstbestimmung, fördert dies eine systematisierte ethische Reflexion. In der Gesamtbetrachtung findet sich die professionelle Pflege und damit die Kunst der Pflege in der heutigen Zeit darin wieder, dass sie den Spagat zwischen Beziehungspflege, ethischen und moralischen Entscheidungen und der Dokumentationspflicht ausgewogen auf dem Drahtseilakt zum Wohl der Gesellschaft täglich neu ausbalanciert. Und wie werden Sie heute, jetzt Ihre Pflegetätigkeiten dokumentieren? Bleiben Sie dran! Im nächsten Video geht es weiter mit diesem spannenden Thema. Und zwar alles, wie kann ich mich als Pflegekraft rechtlich absichern? Schreibt es mir in die Kommentare, was euch geschehen ist arbeitsrechtlich. Ich bin gespannt. Viel Spaß und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.